Satire Extra 3 hat in dieser Woche fast einen dritten Weltkrieg ausgelöst. Dafür erstmal einen großen Applaus. Super. Super. Ja, mit einer super Nummer. Und das muss man vielleicht mal. Offensichtlich schaut man in der Türkei jede noch so kleine Satire- oder Quatschsendung. Also wahrscheinlich auch diese. Vielleicht, liebe Türken, wenn Sie das jetzt. Wenn Sie das jetzt sehen, vielleicht müssen wir Ihnen mal ganz kurz was erklären, was die Kollegen von Extra 3 gemacht haben. Also einen, auf inhaltlich humorvoll mit dem umgegangen sind, was Sie da quasi politisch unten tun, Herr Erdogan. Das ist in Deutschland, in Europa gedeckt von der Kunstfreiheit, von der Pressefreiheit, von der Meinungsfreiheit. Artikel 5. Das ist, was? Artikel 5 unseres Grundgesetzes, unserer tollen Verfassung, das darf man hier. Das ist, da können Sie nicht einfach sagen, die Bundesregierung soll die Satire zurückziehen oder das muss irgendwie jetzt gelöscht werden aus dem Internet. Das ist in Deutschland ist sowas erlaubt. Und ich finde es ganz toll, wie in dieser Woche die Zivilgesellschaft aufgestanden ist von Beatrice von Storch, die noch vor 2 Wochen, glaube ich, mich erschießen lassen wollte, wegen dieses komischen, dieses komischen Songs, den wir gemacht haben. Und jetzt ist sie auf einmal ganz vorne dabei, wenn es um Pressefreiheit und Kunstfreiheit geht. Alle Leute waren auf einmal auf einer Linie, das, ist, das muss man, das muss zugelassen werden. Je suis extra 3. Herr Erdogan, es gibt natürlich Fälle, wo man auch in Deutschland, in Mitteleuropa Sachen macht, die nicht erlaubt sind. Also es gibt Kunstfreiheit, das eine Satire und Kunst und Spaß. Das ist erlaubt. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es heißt, wie heißt es? Schmähkritik. Schmähkritik, das ist ein juristischer Ausdruck. Also, was ist wenn du Leute diffamierst, wenn du einfach nur so untenrum argumentierst, ne, wenn du die beschimpfst und wirklich nur bei privaten Sachen, die irgendwie ausmachen, herabsetzt. Herabwürdigen, das ist Schmähkritik. Ja. Das ist in Deutschland das ist auch nicht erlaubt. Ja. Haben Sie das verstanden, Herr Erdogan? Also, vielleicht das kann bestraft werden. Das kann bestraft werden. Und dann können auch Sachen gelöscht werden. Aber erst hinterher, nicht vorher. Das muss man. Ja, erst hinterher. Ist vielleicht ein bisschen kompliziert. Vielleicht erklären wir es an einem praktischen Beispiel mal ganz kurz. Ich habe ein Gesicht mit, ein Gedicht, das heißt, Gedicht, das heißt Schmähkritik. Können wir vielleicht dazu so eine türkisch angehauchte Version von dem Nena-Song haben? Einfach nur, und können wir vielleicht ganz kurz nur die türkische Flagge, das im Hintergrund, bei mir? Sehr gut. Also das Gedicht, und das ist jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Also wenn das öffentlich aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten. Und da könnte man dann aufpassen, das nicht. Okay. Das Gedicht heißt Schmähkritik. Sack doof, feige und verklemmt, ist Erdogan der Präsident. Sein Gelöt stinkt schlimm nach Döner, selbst ein Schweinefurz riecht schöner. Er ist der Mann, der Mädchen schlägt und dabei Gummimasken trägt. Am liebsten mag er Ziegen ficken und Minderheiten unterdrücken. Das wäre jetzt quasi eine Sache, die Kurden treten, Christen hauen und dabei Kinderpornos schauen. Und selbst abends heißt statt schlafen Fellatio mit 100 Schafen. Ja, Erdogan ist voll und ganz ein Präsident mit kleinem Schwanz. Wie gesagt, das ist eine Sache, da muss das darf man nicht machen. Ja, nicht Präsident sagen. Jeden Türken hört man flöten, die dumme Sau hat Schrumpelklöten. Von Ankara bis Istanbul weiß jeder, dieser Mann ist schwul, pervers, verlaust und zoophil. Recep Fritzl Priklopil. Sein Kopf so leer wie seine Eier. Der Star auf jeder Gangbang-Feier, bis der Schwanz beim Pinkeln brennt. Das ist Recep Erdogan, der türkische Präsident. Und das darf man, also das dürfte man jetzt in Deutschland. Unter aller Kajüte. Ganz kurz, hey. Nicht klatschen. Dankeschön. Also das ist jetzt eine Geschichte, wenn das, was könnte da jetzt passieren? Unter Umständen nimmt man es aus der Mediathek. Also das kann jetzt rausgehen. Da könnte, also da müsste, also wenn jetzt quasi die Türkei oder der Präsident was dagegen hat, müsste er sich in Deutschland erstmal einen Anwalt suchen. Ja, ich kann Ihnen sehr empfehlen, unseren Scherzanwalt Dr. Christian Witz in Berlin ist ein ganz toller. Berät auch den Berliner Bürgermeister. Der berät auch den Berliner Bürgermeister. Ja. Unser Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Der macht einfach alles. Darf der das denn eigentlich? Atze, Pocher und den Berliner Bürgermeister. Unser Scherzanwalt Dr. Christian Witz. Dann nehmen Sie sich einen Anwalt, dann sagen Sie erstmal, Sie haben da was im Fernsehen gesehen, was Ihnen nicht gefällt, Schmähkritik. Und dann geht man erstmal vor ein Amtsgericht. Ne? Einstweilige Verfügung, Unterlassungserklärung. Unterlassungserklärung. Wahrscheinlich die Sendung, die das gemacht hat, oder der Sender wird dann sagen, nee, das sehen wir anders. Und dann geht man die Instanzen hoch und irgendwann in 3, 4 Jahren. Wichtig ist, Sie müssen dafür sorgen, dass es nicht im Internet landet. Also ganz wichtig, dass die Ausschnitte nicht. Das macht doch keiner. Das macht keiner, kann ich mir auch nicht vorstellen. Man hat es in der Mediathek normalerweise. Warum soll man es ins Netz stellen?